knapp, Leute? Ihr habt es euch gewünscht. Ihr kriegt es. Heute reagieren wir wieder auf die teuersten Fails auf der ganzen Welt, Leute. Das wird auf jeden Fall echt mega, mega übertrieben. Also da sind Sachen drin, die kosten sogar bis zu 400.000 Euro, Leute. Also tut mir den Gefallen. Haut auf jeden Fall auf den Like-Button und auf den Abo-Button, wenn ihr davon noch mehr sehen wollt. Und jetzt viel Spaß. Hat die da jetzt eine Trinkflasche oder sowas am Start? Ich glaube schon. Irgendwie so ein Eiskaffee oder so, ne? Will sie jetzt beweisen, dass sie den mit einer Hand aufmachen kann, oder was? Sie... Was macht sie denn da? Hä? Oh, was? Nein, das, oh mein Gott, alles auf das MacBook drauf. Ist die blöd, Alter. Die hat einfach das auf die Flasche drauf, die Flasche aufs MacBook draufgestellt. Was geht bei dem ab? Yo! Was erwartet er auch, wenn er die Türen so aufmacht, Leute? was ist jetzt seine Mission? Anstandwettbewerb kriegen wir hin, Kollege. Anstandwettbewerb kriegen wir hin. Hä? Hä? Oh. Oh, da ist ein Baum auf dem Haus. Sicher jetzt erst. Ich habe die ganze Zeit in seine Augen geguckt. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Wie kann sowas passieren? Die hat einfach hier, Leute, ein Hoverboard, da eine Tür auf ihr drauf und sie kann nicht aufstehen, weil die Tür so schwer ist. WTF, Mann. Was ist das jetzt hier? Ein Auto. Oder ist da so ein Eichhörnchen oben auf dem Baum drauf, Leute? Ja, da sind ganz viele Eichhörnchen auf dem Baum drauf. Ha, wie cool. Und die klettern da oben rum und so. Voll gut. Aber was ist jetzt mit dem Auto los? Get out of here. Was? Da ist der Baum einfach auf... Ach, du heilige Leute, ey. Einfach GTA 5 in Real Life, Freunde. Yo. Also, ich wusste, dass die Dinger Druck haben, ne? Die Hydranten. Aber so ein Druck, das sind locker Leute. Das sind bestimmt fast 20 Meter, wie das Ding da hochballert. Okay, vielleicht 15. Aber trotzdem richtig unnormal. Okay, was hat jetzt der hier am Start? Ich glaube, er wird wahrscheinlich... Warum macht der da die Tür einfach auf? Leute... Guck mal, der eine lacht da auch noch. Der eine lacht auch noch hier links. Der kriegt das Grinsen nicht aus dem Gesicht. Obwohl er halt einfach gerade die Tür kaputt gemacht hat, ne? Ey, aber was erwartet der auch? Hat der ernsthaft jetzt voll in den Rasen reingedonnert oder was? Leute. Ich glaube, der hat wirklich... Der hat einfach den Weg verpasst. Oder die. Keine Ahnung. Also, wie dumm. Hängt der LKW da jetzt gerade fest oder was passiert da jetzt gerade, Leute? Ich glaube, der hängt irgendwie ein bisschen fest oder so, ne? Oder ist... Ah, ne, der will ihn rausschieben. Das hat nicht so gut funktioniert, Leute. Ah, guck mal hier, die freut sich, die hat Blumen bekommen. Juhu! Leute, Blumen. Die tanzt einfach mit ihren Blumen, Leute, mit ihrer Riesenvase. Was hat der jetzt vor? Nein, er sieht ein bisschen betrunken aus, Leute. Nein. Nein. Er möchte dicken Macker machen. Peinlich, absolut peinlich. Ne, also mehr gibt es dazu auch nicht mehr zu sagen. Reifenwechsel zu Hause, haben sie gesagt. Mach das mal, das ist leicht, haben sie gesagt. Hm, okay. Warum macht man es an der... An der Stelle? Was hat er sich dabei gedacht, Digga? Jetzt mal ohne Spaß. Und yo, Hellcat, glaube ich. Oder Dodge Challenger. Ich glaube, es ist eher eine Hellcat. Was hat er gemacht? Der ist... Der Reifen ist einfach... Alter Schwede! Was ist denn da passiert? Oh mein Gott, die komplette Bremsscheibe weggedonnert, Alter. Oh, was? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Leute, was hat er bitte schön gemacht? Oh, Sünde, Digga. Die lachen den einfach aus. Oh. Alter Schwede, Mann. Lol, sowas habe ich auch noch nie gesehen, wie einfach so ein Laden von oben raufgestellt wird. Das sind so quasi... Warte mal, der ist auf dem Taxi gerade drüber, ne? Nein, lass es jetzt nicht fallen. Au. Das tut weh, Leute. Das tut weh. Soll ich sagen, warum? Weil es wahrscheinlich jemand ist, der wirklich immer nur gerade auf dem Knochen lebt. Also das tut mir auch schon wirklich leid, Leute. Baumfeld, Baumfeld. Also gefühlt geht er da weg, als wäre es geplant.
Als würde ihn das gar nicht stören. Was machen die jetzt hier? Die wollen das Motorrad runterbekommen. Ich sehe schon, das wird nichts. Ich sag schon mal, das Motorrad lernt schwimmen, aber kann nicht schwimmen. So ein Ding wird das auf jeden Fall sein, Leute. Und die Bretter. Alter, das Motorrad ist jetzt einfach im Wasser, ne? Alter. Ja, hat jemand einen Baum bestellt? Baum bestellt, Baum bekommen. Ab ins Haus, Leute. Wirklich. Das war First Day Delivery. Einfach ein Tag Amazon. Amazon Prime. DHL Express. UPS. Nee, UPS kommt nicht pünktlich. Einfach der... Oh nein. Nein. So ein riesen Kreuzfahrtschiff fährt einfach gegen so eine Mauer gegen. Was? Jo. Oh, was? Oh mein Gott. Alter, ich meine, Leute, das Schiff heißt Amas. Ich würde jetzt sagen, nach der Aktion sind die ganz schön arm. Alter, war das schlecht. Hau ihn weg! Los! Hau ihn weg jetzt! Voll! Hä? Oh, ich glaube die... Oh, was? Der hat den einen einfach voll gegen die Scheibe gedonnert. Und was ist das für ein dreckiges Auto, Leute? Der ist immer richtig durch Schlammfahrt, hat er richtig Schlammfahrt gemacht. Aber ich glaube... Der möchte durch Wasser fahren. Hast du auch geguckt, wie tief das Wasser ist? Nicht, dass er jetzt einfach so reindonnert. Stopp, stopp, ist zu tief, ist zu tief. Steig aus! Ja. 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 Ich glaube, der See war ein bisschen tief. Oder dieser kleine Bach. Was hat er sich dabei gedacht? Guck mal, das Auto ist komplett untergegangen. Was hat er sich dabei gedacht? Hau rein, Auto. Oh mein Gott, mach's gut. Alter Schwede, Mann. Dann müssen die wohl zu Fuß nach Hause laufen. Will der da jetzt runterspringen? Kollege, ich glaube, du sollst... Okay, Freunde, das waren auf jeden Fall die teuersten Fails auf der ganzen Welt. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall auf den Like-Button, auf den Abo-Button und checkt eins von den beiden Videos hier aus, einfach draufklicken und abonniere meinen Kanal für tägliche Reaktionen und lustige Videos. Ciao, ciao.